Ein herzliches Willkommen, liebe Leute, und willkommen zurück zum Let's Play Bus Simulator Nummer 18. Und wie ihr schon sehen könnt, ich habe mir im Workshop, da kann man sich nämlich so Sachen runterladen, da habe ich mir mal erlaubt, hier so eine Skin runterzuladen, und jetzt sieht das nämlich aus wie hier so ein richtiger BVG-Bus. Halleluja! Ja, außerdem habe ich für euch mal wunderschönes Regenwetter aktiviert, damit ihr das auch mal sehen könnt. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir auf hier die Luke. Klicken wir uns mal. Also, so ganz BVG ist es nicht. Ja. Aber gut. Das Besondere an dem Bus ist übrigens, dass er mit Gas fährt, ist auch eine Aufgabe, die wir hier erledigen müssen. Ich bin jetzt hier mittlerweile... Was ist hier mit der Tür los? Gehört nämlich... Ihr kriegt nämlich immer Aufgaben. Immer wenn ihr ein Level aufsteigt, müsst ihr halt meinetwegen mehrere Stadtteile streckenmäßig verbinden und dann halt mit einem speziellen Bus fahren. Den müsst ihr euch erst kaufen. Ja. Gut, das ist also ein Erdgasbus. Ich bin noch nicht gefahren. Ich bin also Premiere hier heute für euch. Steigen wir mal ein. Huch. Also, da müssen wir erstmal hier alles anmachen, wa? Also, das Cockpit sieht ein bisschen eigenartig aus. Naja, was ist mit dir los? Willst du nicht etwa hier rein? Okay, klingt jetzt nicht so sonderlich spannend bis jetzt. Ich habe auch den Fahrkartenautomat für euch angemacht. Also wenn jetzt jemand kommt und was kaufen will, kann er das gerne tun. So. Close the door. Machen wir ein bisschen Licht an noch. Und hier auch. Und dann kann es ja auch schon los hier. Fahren wir mal raus. Achso, warte mal. Warte. Wie Parkbremse müssen wir auch lösen. So, dann geht das jetzt aber los hier. Aha. Muss mir das mal kurz ein bisschen lauter machen, damit ich auch was höre. Ach, regnet das nicht schön. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass wir nichts auf der Scheibe haben. Kann an der Mod liegen. Oh nee, jetzt. Moment. Jetzt wird's auch nass. Wo haben wir einen Scheibenwischer? Ja, gut, dass ich mich damit beschäftigt habe. Was ist hier? Muss ich mal kurz nachgucken. Scheibenwischer. Steuerung. Bin ich schon dran vorbei? Müsst ihr mir sagen. Ach da! Scheibenwischer. B. Ja. Okay. B. Okay, gibt nur diese eine Geschwindigkeit. Dann wollen wir mal. Also die Sicht ist echt mies. Und ihr müsst mir jetzt hier vor dem Bus laufen, oder wie sehe ich das? Kinas. Das ist ja Punktabzug, wisst ihr doch. So. Ei, ist das ein Wetter. Also ich finde den Gasbus jetzt nicht so pralle, muss ich sagen. Hat ja kein richtiger Motorsound. Na sag mal, musst du jetzt nicht auf deine Vorfahrt bestehen. Mann. So, was ist jetzt hier Phase? Du willst es auch wissen, wa? Was legst du dich dann auch mit dem Bus an, sag mal? Mann. Oh, Leute. Das geht ja schon gut los hier. Ich wollte eine ganz ruhige, entspannte Fahrt im Regen machen. Was ist?
Ich hab erstmal einen Unfall. Was das nun wieder soll, wa? Aber sieht doch ganz hübsch aus, oder, Kinders? Ich finde ja. Ja, die Sicht ist auch merklich schlechter als sonst. Ja, so klingt mir. Warum läufst du denn so weit am Bürgersteig, mein Junge? Was soll denn das? So. Nee, also nächstes Mal mache ich wieder ein anderes Wetterchen. Das hält man ja im Kopf nicht aus, ja. Ja, die BVG-Skin-Mod hast du nicht gesehen, kannst du dir runterladen im Workshop. Gehst du bei Steam drin zu deinem Spiel und dann kannst du das Ding da runterladen. Da gibt es übrigens auch einen Bus, der ist von den Entwicklern selber. Ein Solaris. Ich muss mal blinken. Und den könnt ihr euch runterladen, kostenlos. Null Problemo. Ja. Ihr könnt da Solaris fahren. So, ich muss hier nochmal. Wo sind denn bloß unsere Fahrgäste? Warum hat er seinen Schirm über dem Kopf? Muss ich alles nicht verstehen, wa? Ne. So. Die warten bestimmt alle schon sehnsüchtigst auf mich. So, Blinkerchen. Na, die sehen aber recht entspannt aus. Kommen Sie in meinen Erdgasbus. Ah, er möchte eine Fahrkarte haben, aber natürlich. Ein Wochenticket Standard und einzeln. Danke. Bitte. So. Hallo? Ah, jetzt. Diese Ruhe, diese Entspanntheit. Ja, der ist echt ein bisschen low, wa? Also so vom Motorsound, der ist da ja nichts. Hauptsache umweltfreundlich, wa, Kinders? Eieieiei. Oh, oh nein. Ich bin eingeschlafen. Was? Du bist gerade erst eingestiegen, kannst doch nicht eingeschlafen sein. Nur erzähle mal nicht hier rum, ja? Oh, jetzt hört man ihn auch. Jetzt, wenn ich das Fenster offen habe, hört man auch den Motor. Kick dir das an. Oder besser gesagt, hör dir das an. So. Ich davor, das ist sehr gütig von euch. Und da kommt schon die nächste Haltestelle. Und da steht doch tatsächlich einer. Haltebucht. Kann aber nicht wahr sein. Ja, rein spaziert. Kaufen Sie Tickets. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Kauf dir erstmal ein bisschen Höflichkeit, Junge. So. Tag. Standard. Und zwei Stück. 67 kriegt er zurück. 2, 4, 6, 7, 70, 60. Bitte. Ja, es geht doch. Nett. Immer schön nett sein zum Busfahrer, sonst fährt er wie Sau und bringt euch alle um. So, Standard, L-Zentrum, 380. 1, 3, Mitte. Noch jemand? Gut. Habt ihr euch auch schon die Füße abgetreten? Ich will keine Tapsen in meinem schönen frischen Bus hier. Der war teuer wie Sau. So.
Zuckerfabrik. Da machen wir gleich mal einen etwas längeren Halt. Muss mir ein paar Riegel kaufen. Oh, ich mach mal hier wieder zu, das hält der Kinder aus. So. Ja. Wie findet ihr denn den Bus-Simulator? Würdet ihr euch den kaufen? Kostet ungefähr 25 Euro. Oder seid ihr eher so ein Verfechter von einer ganz krassen Simulation, so wie Omsi oder so? Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Na, sollst du kriegen, junger Mann. Tag. Senior. Drucken. 460. So, da, da. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, aber sicherlich. Angela, Signore, Lokanen, 28, 2, 4, 6, 8 und 20. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Oh, Tag. Wisst ihr jetzt, warum ich das ausgemacht habe, ja? Haben wir das jetzt? Wir machen jetzt Zaster ohne Kanaster, wa? Ja. Immer schön Cash in die Tash. So. Aber er kommt recht wendig daher. Also ist ein kurzer Bus, ne? Nicht so lange Würstchen. Kann man gut um die Kurven grüßen. So, da, da. Da fahren wir mal ein bisschen Gegenverkehr. Warum nicht? Der Bremsweg ist bei Regen auch ein bisschen länger, habe ich das Gefühl. Also wenigstens daran haben sie gedacht. Woran sie nicht so gedacht haben, ist so ein bisschen mehr Wackelphysik. Also klar, wenn man jetzt nach rechts und nach links schwenkt, dann wackelt der Bus auch nach links. Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst sehr wie so ein langweiliger NPC. Ja, das sagen mir alle meine Zuschauer. Was ich sagen wollte, genau, Wackelphysik fehlt mir ein bisschen. Also guck mal, wenn man jetzt so anfährt und ich jetzt so bremse, ja gut, dann rutscht man so ein bisschen nach vorne, aber so richtig Wackelphysik gibt es nicht. Also dass der Bus so ein bisschen nach vorne wippt oder beim Anfahren ein bisschen nach hinten, das fehlt mir so ein bisschen. Das macht um sich alle ein bisschen besser. Aber gut, dafür kann man das hier echt locker aus der Hüfte spielen. Also da muss ja jetzt kein Pro-Gamer sein. Da setzt der einfach ran und dann geht die Schäse ab. So. Ich finde ja Regen total romantisch, wenn man drinnen sitzt. So. Clever das Schlagloch umfahren. Ja, merkt ihr das? Also so links, rechts schwanken kann er. War noch ein O. Das war knapp. Aber halt auch nicht so richtig, wa? Also normalerweise, wenn jetzt ein Bus so ausschwenkt, dann wackelt der immer noch ein bisschen nach. Das macht der zum Beispiel überhaupt nicht. Geschwindigkeitsübertretung. Ich hab hier einen Fahrplan anzuhalten. Fischgrund, da wohnt deine Mutter, Junge. So. Kommen Sie rein, kaufen Sie ruhig Fahrscheine. Also viele Sitzplätze hat er nicht, wa? Ach, wir gucken mal von außen. Willkommen bei der BVG. Was willst du? Was bist du denn auf Fähne? Siehst du da so fröhlich aus? Was ist denn los? So. Einzelne. Senior. Broken. Sag mal, hat die mit 20 Euro bezahlt? Nee. Kann ja wohl nicht wahr sein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20. Bitte. So, Klappe zu, Affe tot. Flusspromenade.
Was einem jetzt auch so ein bisschen auffällt, sind, dass jetzt auch Ampeln dazu gekommen sind. So am Anfangsteil hast du ja keine Ampeln. Oh, mein Bauch. Och nee, die Omi mit den Verdauungsbeschwerden ist wieder da. Gleich riecht's wieder am Bus. Ich mach mal ein Fenster auf. Oh, das hat sie gemeint. Ja, genau. Omi hat jetzt einen ziehen lassen. So. Flussrollade. Und ein BVG-Bus hat eigentlich auch keine roten Haltestangen. Lange nicht gesehen. Aber sehr alt. Ja, stimmt. Ja, ja. Du kriegst eine Tageskarte. Ja, genau, Lucke, das war als 60. Ja. Bitte. Noch jemand? Gut, tschüss. Und ich glaube, es gibt auch noch keinen Schnee in dem Spiel. Also das ist auch so ein bisschen schade. So eine Winterlandschaft kommt bestimmt auch mal ganz geil. Gibt's aber nicht. So ein bisschen mit rutschige Straßen und so. So als zusätzliche Herausforderung. Hätte ich mir schon gewünscht. Aber gut. Kann ja alles noch kommen. Updates sind ja immer da. Ne? So. Diese alle rennen echt. Und vor allem ohne Schirm in der Hand. Aber tun so als ob. So, jetzt müssen wir erstmal jemanden verkloppen gehen. Warnblinker an. Die Oma. Jetzt hätte ich's ja ahnt. Und Müll hat's auch. Du schmeißt hier die Kaffeebecher rum, wa? Denkst du, bist hier zu Hause oder was, Mann? Hörst du jetzt mal auf? Leid. Willst du den Bus fahren oder was? Dann lass mich Musik hören, ey. Dann hör ich wenigstens hier ein bisschen was anderes. Was ist mit euch nicht richtig? Hallo? Hier keine Spielereien hier in meinem Bus, ja? Wenn ich hier nachher Flecken auf dem Sitz sehe, dann ist da was passiert, ja? Fahrkarte zeigen. Ich denn? Na klar. Ah. Hier ist die Fahrkarte. Ja. Sehr kurft, wa? Ich hab mitgekriegt. So. Sorry, Leute. Das war mit Absicht. Das war für den Ficky da hinten. So, in der Station fahren wir noch und dann mache ich auch Schluss für heute. Oder soll ich die ganze Strecke fahren? Ich weiß nicht. Nee, ich mache jetzt hier Schluss. Sollte euch ja nur mal einen kleinen Einblick geben. So. Gut, Leute. Das war meine kleine Regenfahrt. Wenn sie euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abonnieren nicht vergessen. Und wenn ihr mehr davon wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Und dann kommt auch was. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Tschüssi.